Die berühmteste Gruppe der Beat-Ära waren natürlich die Beatles, berühmter als alle Gruppen vor und nach ihnen. Innerhalb von nur 3 Jahren erlebten die Beatles einen Siegeszug ohnegleichen. Das hing unter anderem damit zusammen, dass sie sich schnell vom Rock'n'Roll emanzipierten, einen eigenen Stil fanden und letztlich nur noch eigene Songs veröffentlichten. Man muss sich das einmal vorstellen, 1964 waren von 3 verkauften Singles in den USA 2 von den Beatles. Ja, zeitweilig belegten sie alle 5 ersten Plätze der amerikanischen Hitparade gleichzeitig. Bis heute sind sie die erfolgreichste Gruppe aller Zeiten. Zur gleichen Zeit gab es in England aber auch einen starken Trend zum traditionellen Rhythm and Blues. Die populärste Gruppe dieser Richtung waren und sind die Rolling Stones. Sie waren gewissermaßen die Gegengruppe zu den Beatles. Sie galten als schmutzig und böse. Die Beatles aber waren die netten Jungs von nebenan. Die Queen verlieh ihnen sogar einen Orden für ihren enormen Verkaufserfolg in aller Welt. Einer ihrer größten Hits war 1965 Paul McCartneys Song Yesterday. Das Überraschende und Neue daran war, dass zum ersten Mal in der Rockgeschichte ein Streichquartett aus der klassischen Musik eingesetzt wurde. War das ein Verrat an der Rockmusik? Die Experimentierfreudigkeit der Beatles war auf dem Höhepunkt ihres Erfolges schier grenzenlos. Sie erweiterten ihre musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten mit Hilfe neuer Studiotechnik und Aufnahmeverfahren, mit exotischen Instrumenten und Einflüssen fremder Musikkulturen und Stilformen. Ihre Songs waren nicht mehr nur einfach Hits auf Singles, sondern Bestandteil eines Gesamtkunstwerks Langspielplatte. Die stellte nun eine Einheit dar mit aufwendig gestalteten Plattenhüllen und, damals eine Neuerung und Besonderheit, mit dem Abdruck der Texte. Nicht nur die Musik, auch ihre Erscheinungsform wurde zum Kult. All das erweiterte die Musik und ihre Präsentation. Die Losung hieß damals Erweiterung des Bewusstseins. Die Beatles suchten sie durch Drogen wie Haschisch und LSD zu gewinnen und mit einem Trip zu einem indischen Guru. Indische Musik und Philosophie, auch hierfür war die Rockmusik offen geworden.